Seit heute wird auf einem Acker in Nürnberg-Katzwang gebohrt. An insgesamt 5 Stellen wird 37 Meter tief in die Erde gegraben. Die entstandenen Löcher werden anschließend wieder aufgefüllt. Probebohrungen, die ein Netzbetreiber bis Ostern durchführt. Wir bereiten ja jetzt mit diesen Probebohrungen das Planfeststellungsverfahren vor. Das ist das zweite Genehmigungsverfahren, um Baurecht zu erlangen. Und diese Bohrungen dienen auch der Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens. Dann reichen wir die Planfeststellungsunterlagen ein an die zuständige Behörde und die müssen uns diese Leitung dann genehmigen. Ob in Katzwang Erdkabel möglich sind, wird der geotechnische Bericht zeigen, der aus den gewonnenen Bodenproben entsteht. Das Ergebnis wird in einem halben Jahr erwartet. Sicher ist aber, dass die Stromtrasse erneuert werden muss, in welcher Form auch immer. Ich finde, dass wir die erneuerbaren Energien dringend brauchen. Das zeigen auch die Ereignisse der letzten Wochen umso dringlicher. Und zur Energiewende gehört eben auch, dass wir Strom transportieren können. Und deswegen bin ich prinzipiell der Meinung, dass wir Stromleitungen benötigen. Widerstand gibt es aber bei den Anwohnern. Besonders die Bauern, die von einer ober- und unterirdischen Kabelverlegung betroffen werden, fühlen sich uninformiert und haben Existenzängste. Bei meinem Feld, bei meinem Spargelfeld, hören die Bohrpunkte auf. Dann ist davon auszugehen, dass die Leitung in geringer Tiefe läuft oder, wenn wir Pech haben, kommt da sogar die Kabelübergangsanlage hin. Die benötigt ca. 1 Hektar, allem drumherum. Also ist für mich dann da erledigt. Die fehlenden Informationen zu den Bebauungsplänen führen zu Planungsunsicherheiten auf den Feldern. Die Landwirte fordern Alternativen. Also wenn wir hier unsere Flächen verlieren, dann brauchen wir irgendwo einen Produktionsstand oder einen anderen. Und den halt in relativer Nähe, also nicht irgendwo 20 Kilometer weg, weil das bei den aktuellen Rohstoffkosten, Dieselpreise etc. unrentabel wird. Auch die vorherrschenden Umweltbedenken bestehen weiterhin. Es wurde bereits geprüft, ob es im Hinblick auf den Umwelt- und Artenschutz Probleme geben könnte. Ein Ergebnis wird in einem halben Jahr erwartet. Außerdem ist die Abstandsfrage von den Stromtrassen zu den Häusern noch ungeklärt. Der Bau der Juraleitungen, ein Großprojekt mit vielen Hindernissen. Wenn es für den Netzbetreiber problemlos verläuft, sollen die konkreten Planungen noch dieses Jahr starten.